Salut und willkommen auf Ibiza. Hier zeige ich meine ersten Eindrücke der schönen Insel. Das Hotelzimmer, die Promenade von St. Anthony und auch ein kleiner Einblick von meiner Tour nach Ibiza-Stadt sind mit drin. Also viel Spaß beim Video. Mein erster Eindruck vom Hotel war mehr als positiv. Ich meine, seht euch diese Aussicht an. Wir waren im Hotel Abrad, das ist ein 3-Sterne-Hotel in St. Anthony. Wir hatten eines der größeren Zimmer mit Meerblick und dieser war genial. Sogar abends sah es einfach nur traumhaft aus, die ganzen Lichter der Bucht zu sehen. Mein Highlight war das Badezimmer. Es war einfach genial, wie es aussah. Es war modern und schön, frisch renoviert. Hier in dem Zimmer habe ich mich sehr wohl gefühlt. Auch ansonsten kann ich diese Hotelanlage nur weiterempfehlen. Ob im Poolbereich oder an der Dachterrasse, hier hat es uns an nichts gefehlt. Es musste auf jeden Fall die Gegend erkundet werden, also sind wir direkt der Promenade entlang spaziert. Hier hat mich die Schönheit dieses Ortes direkt angesprochen. Die Leute waren offen und nett und es gab natürlich dann direkt einen Kaffee in den örtlichen Strandlokalen. Dort machten wir den Plan für den Tag aus. Es ging ins O-Beach am Nachmittag. Im O-Beach findet täglich eine Poolparty statt, welche ich nur empfehlen kann. Die Leute waren nett und offen, die Musik war gut und die Cocktails waren sehr lecker. Diese Party kann ich wirklich weiterempfehlen. Das O-Beach ist definitiv einen Besuch wert. Yo! Hola! Man sieht hier motivierte Engländer, aber viele Engländer. Also wir sind meistens... San Antonio ist quasi von England dominiert, kann man so sagen. Wir haben auch ein paar Deutsche mal getroffen, beziehungsweise gehört, dass sie aus Deutschland kamen, aber meistens ist das England. Auch der Taxifahrer meinte hinten, da gibt es so eine Kneipenstraße. Und da ist hauptsächlich England drin, aber leider, also ich kann es jetzt keine Aussage treffen. Er meinte, es sei eher primitiv. Die seien sehr betrunken. Ich werde die Tage mal auschecken, ob es wirklich so ist. Von außen sah es tatsächlich so aus und im Reiseführer sah, stand dasselbe drin. Aber mal gucken, wie es wirklich ist. Hier ist es auf jeden Fall gerade sehr schön und jetzt gehe ich in den Supermarkt und kaufe mir erstmal einen Pullover, denn es ist so kalt hier. Am nächsten Tag ging es nach Ibiza Stadt. Wir sind mit dem Roller gefahren, weil es sehr warm war. Also perfekt für einen Trip im Freien. Dabei haben wir Halt bei einem Ort gemacht, der hieß Festival Club. Dieser habe ich auf der Karte gesehen und klang für mich sehr interessant. Als wir dort anhielten, hat sich dieser Ort auch als sehr besonders dargestellt. Ich muss sagen, hier lohnt sich definitiv ein Besuch. Hierzu habe ich bereits ein Video gemacht. Der Link findest du in der Videobeschreibung. In Ibiza Stadt angekommen, stellten wir fest, dass es wesentlich wärmer war wie in St. Anthony, weit über 40 Grad. Wir wollten die Ibiza Burg besichtigen und in der Innenstadt etwas shoppen. Aber bei der Hitze hatten wir keine Lust mehr dazu, es war einfach zu warm. Wir haben uns dann ein kühles Plätzchen gesucht, eine Kleinigkeit getrunken, dann etwas ans Meer gegangen und im Anschluss wieder auf den Roller und dann sind wir einfach nur ein bisschen durch Ibiza Stadt gefahren. Sieht trotzdem mega schön aus. Ist doch schön hier zu sein, muss man sagen. Kaum Leute unterwegs. Entweder liegen sie am Strand im Meer drin, also die liegen schon mit dem Körper sozusagen in die Wellen, oder eben im Schatten. Ne? Ja. Und jetzt gehe ich einfach mal hier lang und gucke mir das mal so ein bisschen an. Eventuell eine Kleinigkeit essen und dann würde ich sagen, gehe ich auch ab an den Strand, denn es ist einfach zu warm, um irgendetwas Großartiges zu unternehmen. Die Fahrt mit dem Roller war wirklich angenehm. Bei der Hitze den Fahrtwind zu spüren, ist wirklich angenehm. In St. Anthony angekommen, stellten wir auch fest, dass es hier ein bisschen kühler war, aber immer noch warm. Deswegen war unser nächstes Ziel der Strand. Hier haben wir den Tag dann ausklingen lassen.